Und das ist eine davon. Wie können wir unsere Aufbrüche oder einen ganz besonderen Aufbruch aus dem letzten Jahr so in Szene setzen, so europäisch ausspielen, dass es verständlich wird für die Jury und nicht als lokale oder gar regionale Problematik erscheint. Hier haben wir auf einer Doppelseite zwei Bilder nebeneinander gelegt. Auf der linken Seite sehen Sie Paris, 1. Dezember 2018. Auf der rechten Seite Chemnitz, 27. August 2018. Was haben diese beiden Bilder gemeinsam? Erstens sind das Gelbwesten, aber wenn Sie nochmal hinschauen, sehen Sie, es geht ja um eine gesellschaftliche Aufbruch. Hier ist etwas aufgebrochen, was wir so noch nicht erlebt haben. In Frankreich, früher war das vielleicht in Barcelona, in Spanien, dann ist es in Deutschland, es kann in jedem Land passieren. Wie geht die Stadtgesellschaft damit um? Kann Kulturhauptstadt ein Instrument dafür sein, diese gesellschaftliche Aufgaben zu lösen? Und so gehen wir in die europäische Dimension hinein und erzählen auch von Erfindungen, erzählen auch von wichtigen politischen Ereignissen, die hier stattgefunden haben. Einige Bauzeugen sind noch unter uns und einige Zeitzeugen auch, was hier europäische Geschichte geschrieben hat in den letzten 100 Jahren. Und das sind unsere europäischen Partner dazu. Wir haben in 2 Jahren etwa 28 neue Partnerschaften geknüpft und etwa 40 Städte mit uns in die Bewerbung hineingenommen. Das sind valide und geübte Partnerschaften. Nicht nur das Übliche, nicht nur die Partnerstädte von Chemnitz, sondern vom Staat Israel bis Volgograd hin bis Faro, also auch neue Länder, neue Städte mit dabei. Und damit haben wir es auch geschafft, dass wir uns international sehr gut aufgestellt haben. Wir haben gemeinsam mit Manchester ein Programm entwickelt, das lag mir sehr am Herzen, Binding Manchester. Was passiert denn nämlich in einem Monat, meine Damen und Herren? Ein Land, das tief europäisch verwurzelt ist, europäische Kultur in sich trägt, verlässt die Europäische Union. Aber es verlässt nicht Europa. Unser Programm ist nicht ein Programm für das Europäische Union, sondern unser Programm wird es sein, ein Programm für Europa. Wir lieben die europäische Gemeinschaft, aber wir lieben auch Kollegen und Kolleginnen in den Ländern und Städten, die in den geografischen Europa leben. Und das ist ein Ausdruck, was im Bitbuch auch zustande kommt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das so ausweiten konnten in den letzten 2 Jahren. Und was sehen Sie hier? Ein Rorschach-Test. Wenn jemand noch niemals in Chemnitz war und vielleicht nur die Berichterstattung kennt und den Marxkopf, mag es vielleicht so vorkommen, dass es ein Marxkopf ist. Aber das könnte auch so gut Leonid Iljitsch Lenin sein. Oder Ulyanov, wie er mit seinem Geburtsnamen hieß. Oder es könnte auch eine Bushaltestelle sein. Vieles, vieles. Hauptsache die Jury kommt dahinter und macht hier mehrere Kreuze und findet das mal interessant auch persönlich zu sehen. Nämlich in der 2. Runde im August 2020 hoffen wir, dass die internationale Jury uns besucht und auch die Orte, die wir hier zeigen. Zum Beispiel ein Ort neben unserem schönen Tierpark. Das ist ein ehemaliger Fahrradfabrik, Diamant, das kennen Sie alle, aber das kennt auch Europa. Wie gehen wir mit solchen Orten um? Wie bauen wir das in unsere Bewerbung ein? Wie können wir das vielleicht öffnen und umfunktionieren? Das sind Fragen in unserer Bewerbung. Im Time Management, da kommen die Zahlen. Ich möchte Sie damit heute nicht langweilen. Aber das ist sehr, sehr wichtig und hier noch mal ein riesen Dankeschön, weil die Stadtverwaltung hat sich auch anders aufgestellt. Wir haben mit verschiedenen Dezernaten, mit verschiedenen Abteilungen und natürlich Ämtern zu kämpfen gehabt, aber am Anfang war es ein Kampf. Am Ende, in der Mitte eine friedliche Koexistenz, am Ende eher eine Freundschaft. So haben wir es geschafft, dass wir von einem Gesamtbudget von 91 Millionen Euro sprechen können, wovon 31 Millionen Euro im Bereich Invest gehen und etwa 60 Millionen Euro in die Programmatik, in die operative Ausgaben. Das ist natürlich eine stolze Summe. Damit befinden wir uns im Mittelfeld der Bewerbungen. Es gibt Städte, die zwischen 30 und 50 Millionen sind. Dann gibt es die Städte zwischen 50 und 80 Millionen und einige Städte über 80 Millionen. Und dann natürlich die großen Städte Dresden und Nürnberg. Die haben natürlich ganz andere Investitionen, aber ich darf Sie noch mal darauf hinweisen, es kommt nicht auf die Investition an, sondern es kommt darauf an, was die Stadt mit dieser Investition für Kulturhauptstadt erreichen möchte.
2021 wird ein GmbH seine Arbeit offenlegen können. Jetzt. Ein GmbH, das heißt Kulturhauptstadt 2025 GmbH. Hier sehen Sie schon mal eine Struktur dieses auch juristische Person, wo ich denke, wichtige Aufgaben liegen werden. Die operative Aufgabe Kulturhauptstadt verlässt nämlich nach dem Titelgewinn die städtische Verwaltung und geht in einer gesonderten juristischen Person über, sei es eine Stiftung, eine GmbH, wie auch immer. Wir haben uns für diese juristische Person entschieden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass hier im Laufe der 4 Jahre zwischen 21 und 25 etwa 40 bis 50 neue Jobs entstehen, dass hier auch viele Kollegen und Kollegen vom europäischen Ausland zu uns einfinden und hier schlägt das Herz für Kulturhauptstadt von 21 bis 27. Das ist hier skizziert, das ist auch vorbereitet. Wir haben nächstes Jahr